Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Samstag, den 2.3.2024. Ich habe hier von Rider-Waite das Tarot und ich mische das. Oh, schaut euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Die hat sich so eingemogelt und genauso will ich sie auch rausnehmen. Ihr wisst, ich deute immer alles mit und wenn diese Karte ist die einzige, lasst mich nachschauen, ist die einzige, die so rum drin war, dann hat das was zu bedeuten. Also in meinen Augen hat das was zu bedeuten und dann nehme ich die Karte so. Wir haben die 10 der Kelche, wir haben das Ass der Kelche und wir haben den Ausgleich. Und hier ist mit den 8 der Kelchen der Aufbruch in eine neue Zukunft, in ein neues Leben, in ja, ohne zu wissen, wie es um die nächste Ecke aussieht. Dann habe ich hier von Kerstin Bergmann und von Patrick Scheller das Mondnacht-Lernement und von Kerstin Bergmann das Epigleit-Lernement. Da ist das Schwert gefallen. Wir haben die Dame, das Kreuz und das Geschenk. Und der Berg ist unten drunter. Und ach, das sind so viele. Die sind kaum zu bändigen hier. Ja, zum Schluss nehme ich von Salig die Kipperkarten. Und die lasse ich auch so liegen, wie sie rausgefallen ist. Und hier haben wir das Haus und das Gericht. Und Kummer und Widerwärtigkeiten hat uns so lange begleitet, ist aber jetzt schon lange nicht mehr aufgetaucht. Kern dieses ganzen Orakels ist das Karma, das Schicksal, das Karma-Kreuz. Oh, ich habe Gänsehaut, Leute. Was mir ganz deutlich auffällt, ist, dass wir hier 9 Schwerter haben, die, ich habe eine Gänsehaut nach der anderen, ich habe das Gefühl, die Griffe sind so schwer, dass sie nach unten fallen, dass hier 9 einzelne Schwerte runterfallen. Und dieses eine Schwert im Herzen hat sich gedreht. Hier ist der Schaft, der Griff, hier ist er nach unten, hier ist er nach oben. Und das ist das einschneidende Erlebnis in deinem Inneren. Und zwar geht dieses Wohnzimmer hier von der Herzebene in den nächsten Schritt, beziehungsweise auch in das, was von die geistige Welt hier nochmal explizit sagen möchte. Wir haben nämlich hier diese Sorgenkarte und eine Sorge nach der anderen fällt raus, bis auf dieses eine Schwert in Herzebene. Und wir haben hier im Herzinneren, im Wohnzimmer, bist du. Mit der Fülle. Er hat dich hier im Arm. Siehst du das? Das ist die emotionale, das ist das, mehr geht nicht. Also wirklich, mehr geht nicht. Und die Engel sagen doch, mehr geht, weil hier kommt nämlich das Ass der Kelche noch dazu. Hier ist die emotionale Fülle. Setzt noch eins drauf, indem es dann hier 11 der Kelche sind. Es ist total verrückt. Ich habe noch nie gehört, dass es in einem Tarot 11 der Kelche überhaupt gibt. Aber doch, es wird hier noch zu den 10 der Kelchen gereicht. Und was mir ganz deutlich auffällt, ist, dass diese eine Münze hier runterfällt. Ich arbeite mit Visionen und ich sehe, wie sie hier sich praktisch platziert. Dass ein Eingleich, nein, ein Ausgleich, entschuldigt. Ein Ausgleich wie ein Geschenk hier von oben jetzt geschickt wird. Bei dir zu Hause, tief in deinem Zuhause, sogar in deinem Wohnzimmer. Das ist der Hammer. Ich habe also 11 Kelche habe ich noch nie gesehen. Dazu kommt wirklich, dass hier das Schicksal zuschlägt. Im positivsten Sinne. Möchte mal auf die 3 Karten hier eingehen. Hier haben wir einmal die 8 der Kelche. Das ist ja, wie gesagt, schon die Situation von, man geht in eine neue Zukunft. Man geht, ohne zu wissen, wie es um die nächste Ecke aussieht. Und zwar geht man um die Berge herum. Die Kummer und Widerwärtigkeiten. Man lässt praktisch die Berge hinter sich und Kummer und Widerwärtigkeiten auch. Und die sind gerade so in Bewegung, dass hier
du dieses rote Mäntelchen anziehst. Er hat es ja auch an. Du nimmst deinen Stab, du schnürst deine Schuhe, deine roten Schuhe. Schaut euch das an. Ja. Und du vollendest etwas. Die Welt ist mit der 21 die letzte Karte im Tarot. Hier wird es vollendet. Die Welt steht auf dem Berg. Auf dem Berg, der hier auf dieses Kummer und Widerwärtigkeiten praktisch drauf fällt, das ist das, was ich sehe. Vollendung, Vollendung eines Zykluses durch ein einschneidendes Erlebnis tief in dir, in deinem Wohnzimmer. Nicht nur das Haus steht für dich als Person. Es ist das Wohnzimmer gefallen und es ist in Schieflage. Und wir haben hier eine Uhr. Seht ihr das da? Und diese Uhr wird begleitet von zwei Personen unter einer Glaskuppe. Und diese Karte ist so gefallen. Die Glaskuppe fällt runter. Seht ihr das? Also ich sehe das hier ganz deutlich. Und es zeigen sich diese zwei Personen, die praktisch um die Uhr herum tanzen. Sie tanzen um die Zeit herum. Die Zeit ist gekommen. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, ihr Lieben. Habt ein wirklich schönes Wochenende. Lasst es tief gehen. Macht's gut. Ciao.